Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Ich habe vorige Woche mit einer Lehrrede angefangen, die heißt Tiefsinnige Fragen. Aber wir haben nur die erste Frage besprochen und da kommen noch mehr tiefsinnige Fragen. Und die werden wir heute uns anhören und darüber etwas besprechen. Die erste tiefsinnige Frage war, um sie noch einmal zu wiederholen, von wem wird die Welt gelenkt? Wodurch wird sie hin und her gezerrt? Wessen Macht ist die Welt unterworfen? Und die Antwort des Buddha war, vom Bewusstsein wird die Welt gelenkt, vom Bewusstsein wird sie hin und her gezerrt, der Macht des Bewusstseins ist die Welt unterworfen. Und der Frager sagt darauf, vortrefflich, sagte da jener Mensch, durch des erhabenen Worte erfreut und befriedigt, und stellte dem Buddha eine weitere Frage. Wissensreich und ein Kenner der Lehre, so sagt man. Inwiefern aber ist da einer wissensreich und ein Kenner der Lehre? Und der Buddha lobt ihn und sagt, recht so, edel ist dein Tiefsinn, gut dein Scharfblick, trefflich deine Frage. Du fragst also, wissensreich und ein Kenner der Lehre, so spricht man. Inwiefern aber ist da einer wissensreich und ein Kenner der Lehre? Und der Frager sagt, ja, so frage ich. Und nun antwortet ihm der Buddha, viele Lehren wurden von mir verkündet. Lehrtexte, vermischte Prosa, Exegese, Verse, Hymnen, Aussprüche, Geburtsgeschichten, wunderbare Dinge und Erläuterungen. Wenn da der Mensch auch nur von einer einzigen, vierteiligen Strophe den Sinn und den Wortlaut kennt und die Lehre befolgt, so genügt das, um ihn wissensreich und einen Kenner der Lehre zu nennen. Das Erste, was daraus zu entnehmen ist, dass es der Sinn und der Wortlaut ist. Es sind nicht die Worte, es ist der Sinn, der dahinter steckt. Den meisten Menschen entgeht das, weil nämlich der Sinn der Lehre, an sich jeder spirituellen Lehre, von einem etwas verlangt. Der Sinn der Worte stellt eine Anforderung an einen, dass man was unternimmt. Die meisten Menschen glauben, sind sowieso schon überfordert und können nichts weiter unternehmen. Wenn man da nichts unternimmt, hat man vielleicht den Wortlaut gehört, aber das nutzt recht wenig. Im Gegenteil, es kann sogar zum Schaden sein. Es ist nicht selten, dass Menschen sich sogar den Wortlaut merken von Lehren und sie sogar wiederholen und dann glauben, dass sie es schon getan haben. Und vielleicht sogar anderen Menschen damit imponieren wollen und auch imponieren, weil sie sich an irgendwelche Wortlaute erinnern können. Das ist nicht so schwierig. Man kann solche Vierzeiler ganz einfach auswendig lernen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber darum geht's nicht. Es geht um den Sinn der Lehre. Und wenn man diesen Sinn versteht, und auch das ist nicht schwierig, kommt sofort der nächste Schritt. Und der nächste Schritt ist der, von dem die meisten Menschen zurückschrecken. Sie hören sich zwar an, sie können es auch verstehen, und alle Intelligenz, kein Grund, warum wir es nicht verstehen können, aber machen, das ist allerdings was anderes. Und darum handelt es sich, denn er sagt nicht nur den Sinn und die Lehre ist zu befolgen. Und da braucht man nur eine einzige vierteilige Strophe dazu, um sie zu befolgen. Denn jede von den Aussprüchen des Buddhas gibt irgendwelche Hinweise, wie man zur Läuterung kommt, zur inneren Läuterung. Und diese innere Läuterung, das ist der Weg des spirituellen Lebens. Die innere Läuterung findet statt, wenn man das Unheilsame in sich selber erkennt und ersetzt mit dem Heilsamen und nie mehr glaubt, dass irgendjemand anders daran schuld ist, sondern ganz genau weiß, dass man selbst die Läuterung erlangen kann und, wenn man einen spirituellen Pfad gerne möchte, auch erlangen muss.
Es gibt eine Lehrrede vom Buddha, in der er einen sozusagen eine Skala vorgibt, was immer noch wertvoller ist. Das erste, was er erwähnt, ist die Gebefreudigkeit. Und da spricht er von einer ganz immensen Gebefreudigkeit, von Millionen Werten, die gegeben werden. Aber sie werden ohne viel Untersuchung gegeben, wer sie bekommt. Der nächste, weitaus wertvollere Schritt wäre dann die Gebefreudigkeit an Erleuchtete. Die muss man natürlich erst finden und vor allen Dingen muss man auch wissen, es ist nicht so einfach, an Erleuchteten zu erkennen. Man kann zwar einen ärgerlichen Menschen ganz leicht erkennen, weil man selber schon oft genug ärgerlich war, aber einen Erleuchteten zu erkennen ist recht schwierig, weil man ja selber noch nicht erleuchtet war. Also da muss man sich vielleicht auf die Aussagen von anderen verlassen. Und der nächste wertvolle Schritt ist dann die Gebefreudigkeit, ein Kloster zu eröffnen, wo Menschen ganz gezielt und intensiv praktizieren können. Aber noch wertvoller ist es, Zuflucht zu Buddha Dhamma Sangha zu nehmen. Zufluchtnahme zu Buddha Dhamma Sangha bedeutet, dass man sich das Erleuchtungsprinzip des Buddhas als das höchste Ideal vor Augen hält und sich den Entschluss in sich fasst, diesem Ideal zu folgen. Dhamma ist die Lehre. Wenn man die Zuflucht zu der Lehre des Buddhas nimmt, dann hat man sozusagen auch einen Entschluss gefasst, dass man sie befolgen möchte. Und die Sangha sind diejenigen, die nach der Lehre des Buddhas erleuchtet worden sind und die Lehre weiterverbreitet haben, so dass man ihnen Dankbarkeit gegenüberbringt. Zuflucht in unserer Welt ist schwer zu finden. Zuflucht bedeutet Sicherheit. Sicherheit ist schwer zu finden. Wir suchen Sicherheit in materiellen Dingen, in materiellem Hab und Gut, in anderen Menschen, eine Sicherheit, dass wir uns vielleicht absichern können vor Unannehmlichkeiten. Das kann keiner. Und diese Sicherheit, die wir suchen, ist nicht zu finden in Hab und Gut und ist nicht zu finden in anderen Menschen. Aber sie ist in dem höchsten Ideal zu finden, im Erleuchtungsprinzip, das der Buddha verkörpert hat. Das Wort Buddha bedeutet der Erleuchtete. Es hat nicht ein Name und auch nicht eine Person, sondern es ist das Erleuchtungsprinzip. Und darin Zuflucht zu nehmen, bedeutet, dass man sich vollkommen dem höchsten spirituellen Ideal hingibt. Und das ist keine Zeitfrage, das ist nichts anderes wie eine Herzensfrage. Man braucht nicht glauben, dass man dazu keine Zeit hat. Man muss nur das Herz dazu haben. Noch wertvoller ist es, die Tugendregeln zu befolgen. Es ist so eine Art aufsteigender Kurs, was am ersten und was noch wertvoller ist. Die Tugendregeln, die fünf Tugendregeln, wovon man fünf Dinge vermeiden soll, dafür aber fünf Gegenteile davon praktizieren soll. Das erste ist, keine Lebewesen zu töten, das heißt, ihnen keinen irgendwelchen Harm zuzufügen, stattdessen die liebende Güte zu praktizieren. Das zweite ist, nicht zu nehmen, was einem nicht gegeben wurde. Bedeutet natürlich stehlen, aber es bedeutet auf der anderen Seite die Gebefreudigkeit. Und nicht zu nehmen, was einem nicht gegeben wurde, ist gerade auch im Geschäftsleben etwas, was sehr häufig gebrochen wird, diese Regel, weil man versucht, seinen eigenen Vorteil zu haben. Und seinen eigenen Vorteil zu haben, zu Kosten anderer, ist ein Brechen dieser zweiten Tugendregel. Die dritte Tugendregel ist, sexuellen Missbrauch zu vermeiden. Das Gegenteil davon ist Treue und ein Verantwortungsgefühl. Und es ist nicht nur dem sexuellen Partner gegenüber, sondern auch allen Menschen, mit denen man in Berührung kommt. Und die vierte Tugendregel ist, schlechte Reden zu vermeiden, das heißt, das Lügen zu vermeiden, grobe Reden zu vermeiden, das Hintertragen zu vermeiden, Menschen gegeneinander aufzuhetzen
Und natürlich ist das Gegenteil davon. Reden, beim Reden darauf zu achten, dass es erfreulich ist für den anderen, der zuhört. Nicht, dass man ihm etwa in irgendeiner Weise schmeicheln soll. Das ist auch Lügen. Sondern nur, dass man von Dingen spricht, die eventuell das Herz erheben können. Und es muss nicht irgendeine tiefe Philosophie sein. Es soll etwas sein, was Freude ins Herz bringt. Und die fünfte Tugendregel ist, die Alkohol und Drogen zu vermeiden, weil sie den Geist noch mehr verwirren, als er schon verwirrt ist. Und das Gegenteil davon ist die Achtsamkeit zu praktizieren. Aufpassen auf sich selbst. In jeder Beziehung. Es gibt vier Dinge, mit denen wir auf uns aufpassen. Wenn wir nicht auf uns selbst aufpassen, kein anderer tut's. Die Zeiten sind vorbei, dass ein anderer auf uns aufpasst. Das war, als wir klein waren. Da haben unsere Mütter auf uns aufgepasst. Das ist jetzt vorbei. Jetzt muss man auf sich selber aufpassen. Und da gibt es vier Grundlagen des Aufpassens auf sich selber. Und die erste Grundlage ist der Körper. Die Körperhandlungen, die entschlossenen und vorgenommenen Handlungen und auch die impulsiven Handlungen. Und das zweite sind die Gefühle, die Emotionen. Aufpassen und wenn nötig ändern. Und das dritte sind die Gemütsstimmungen. Und da aufzupassen ist etwas schwieriger, aber sehr nutzbringend, weil wenn man auf die Gemütsstimmung von vornherein aufpasst, dann kommt es erst gar nicht zu unheilsamen Emotionen oder unheilsamen Gedanken. Und das vierte ist der Inhalt der Gedanken. Und dieses Aufpassen lernen wir in der Meditation, den Inhalt der Gedanken vor allen Dingen, Inhalt der Emotionen, auch die Gemütsstimmung, durch das Etikettieren, wenn wir von unserem Meditationsobjekt abgelenkt werden. Und dieses Etikettieren ist also ganz wichtig für unser tägliches Leben, denn ohne Achtsamkeit gibt es kein spirituelles Leben. Wir selbst müssen auf uns selbst aufpassen, müssen Eigenverantwortung übernehmen. Andere macht es sowieso nicht. Und dann wird gesagt in dieser Lehrrede von dieser aufsteigenden Skala von dem, was man Gutes tun kann, wie man ein Kenner der Lehre wird und wissensreich ist, dass man die, wenn man die liebende Güte praktiziert, selbst wie ein flüchtiger Duft, so ist es mehr wert als die anderen Dinge, die bereits erwähnt wurden. Wenn man aber die Vergänglichkeit auch nur einen Augenblick beachtet und in sich verankert, so ist das am meisten wert. Und diese Lehrrede des Buddhas lohnt sich, das zu beherzigen. Denn die Vergänglichkeit ist etwas, was mit uns ständig, mit uns verbunden ist, die ganze Zeit. Und die wenigsten Menschen beachten sie überhaupt. Geschweige, dass sie in sich verankern. Sie wollen irgendetwas, das, was ihnen gefällt, befestigen, solide machen, konkret haben, ärgern sich, wenn es nicht so ist, wie sie es gern hätten, und glauben, dass sie selbst für immer und ewig da sind. Dabei ist das absolut absurd, wie jeder weiß. Also, dann denkt man, naja, aber doch noch eine lange Zeit. Ist ja nicht ewig, aber eine lange Zeit. Aber in Wirklichkeit ist jeder Atemzug vollkommen vergänglich. Jeder Gedanke ist vergänglich und verschwindet. Jedes Gefühl ist vergänglich und verschwindet. Jede Bewegung, die wir mit dem Körper machen, ist vergänglich und verschwindet. Und wenn das nicht so wäre, wenn unsere Bewegungen nicht vergänglich sein würden und verschwinden, würden wir zur Salzsäule erstarren. Wenn unser Atem nicht vergänglich wäre und ständig sich ändern würde, würden wir sehr schnell sterben. Wenn unsere Gedanken nicht vergänglich wären und verschwinden, würden wir wahnsinnig werden, weil wir es nicht aushalten können, Millionen und Milliarden von Gedanken in unserem Gedächtnis zu behalten. Und um das einmal wirklich zu erleben, wie vergänglich alles ist, muss man alles andere, was man sonst im Geist mit sich herumträgt, mal fallen lassen.
Alle Hoffnungen und Pläne, Ärgernisse und Erinnerungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die man glaubt zu haben, und sich mal wirklich auf die Vergänglichkeit konzentrieren. Also eine Meditationsmöglichkeit, eine Kontemplationsmöglichkeit. Und sehr häufig haben die Menschen, die dazu angehalten werden, etwas dagegen, möchten das gar nicht so genau wissen, dass alles vergänglich ist, weil sie irgendwelche Dinge gerne festhalten möchten. Und keiner kann irgendetwas festhalten. Alles verschwindet. Und je mehr man sich damit der Vergänglichkeit abgibt, desto leichter ist es, erstens einmal durchs Leben zu kommen. Man braucht nicht an allem festzuhaken und man braucht auch nicht überall anzustoßen. Es ist sowieso vergänglich. Und desto einfacher ist es zu meditieren. Denn wenn wir wissen, dass alles vergänglich ist, brauchen wir uns nicht mit den Gedanken, die wir da haben, rumzuschlagen. Wir können sie ganz einfach fallen lassen und uns auf das Meditationsobjekt konzentrieren. Aber wenn wir natürlich glauben, dass unsere Gedanken und unsere Probleme solide und konkret sind und uns auch bei uns hacken bleiben und bei uns erledigt werden müssen, dann können wir nicht meditieren. So, die Vergänglichkeit ist das, was einen wirklich zu einem Kenner der Lehre macht. Und dazu braucht man überhaupt noch nicht mal einen Vierzeiler zu kennen. Da braucht man nur ein einziges Wort zu kennen. Und dann soll man den Sinn dieses Wortes mal untersuchen und dann soll man mal die Lehre befolgen. Ein einziges Wort, Vergänglichkeit. Die Menschheit als solche ist genau mit dem Gegenteil beschäftigt. Alles zu befestigen, festzumachen. Vor allen Dingen sich selber natürlich. Und das größte Identifikationsobjekt ist der Körper. Das bin ich. Und wie vergänglich ist das? Und wie ändert er sich ständig? Nicht nur, dass er eines Tages stirbt, das ist klar. Aber er ist ständig verändert. Und wenn man das nicht sehen will, dann kann man natürlich nicht diesen Kontemplation erfolgreich durchführen, weil man eher sich dagegen stemmt. Und die 5 täglichen Betrachtungen, von denen ist eine, oder sagen wir mal die ersten 4 überhaupt, ich bin dem Verfall unterworfen, ich bin der Krankheit unterworfen, und diese beiden sind schon wichtig anzuschauen, aber die 3. vor allen Dingen, ich bin dem Tod unterworfen. Und die 4. ist, alles, was mein und mir lieb ist, muss ich ändern und entschwinden. Diese 4 sind 4 der 5 täglichen Betrachtungen, die so heißen, weil der Buddha gesagt hat, man soll das jeden Tag betrachten. Verfall, Krankheit, Tod und alles, was mein und mir lieb ist, muss sich ändern und entschwinden. Und wenn man glaubt, dass diese 4 Dinge eine Tragödie sind, dann hat man es nicht begriffen. Diese 4 Dinge sind Naturgesetze. Und diese Naturgesetze, denen sind wir untertan. Und dass die Schwierigkeit, die den meisten Menschen gegenüberstehen, ist, dass sie diese Naturgesetze nicht gern haben und sie gerne umgehen wollen. So wie wir das auch mit unseren Wäldern und Flüssen machen, haben wir nicht gern, wie das funktioniert. Also wollen wir es umgehen. Und was machen wir? Wir ruinieren sie vollkommen. Und was machen wir mit diesen Naturgesetzen, die uns selber angehen? Die haben wir nicht gern, wir wollen sie umgehen. Also ruinieren wir unseren psychologischen Aspekt, der ganz einfach sein könnte, ganz simpel, sondern machen daraus eine große Komplikation. Es gefällt uns nicht, dass wir dem Verfall und dem Tod unterworfen sind. Aber so ist es nun mal. Und sich das einmal vor Augen zu halten, tagtäglich, jeden Tag, mindestens einmal, sollte eines Tages es ermöglichen, dass man das als eine Selbstverständlichkeit annimmt und daher auch dann weiß, was die Prioritäten im Leben sind und sich nicht mehr mit Kleinkram rumärgern, der sowieso alles vergänglich ist. Der Kleinkram muss erledigt werden, ist gar keine Frage, aber man braucht sich darum nicht zu ärgern oder daraus Probleme zu machen. Weil uns die Naturgesetze nicht gefallen, machen wir uns total unnötige Probleme. Und gerade der Körper, der verfällt, der wird krank und der stirbt. Na, und zwischendurch hat er alle möglichen Schwierigkeiten. Und wenn er da mal eine Weile lang keine hat,
dann nimmt man das als selbstverständlich an, statt dafür dankbar zu sein, dass man gerade keine Schwierigkeiten hat. Wir sehen die Dinge alle so ungefähr 180 Grad umgedreht, wie sie eigentlich wirklich sind. Der Buddha hat außerdem gesagt, dass man nicht als ein Brahmane geboren wird. Ein Brahmane ist die höchste Kaste in Indien, damals und auch noch heute. Und die bilden sich recht viel darauf ein, dass sie als Brahmanen geboren werden. Nun vielleicht nicht jeder von ihnen, aber doch schon sehr viele. Und so ist es ja im Allgemeinen auch, man bildet sich etwas ein darauf, auf seinen Stand, den man hat im Leben, auf sein Besitztum, auf vielleicht auf eine Familie, auf irgendwelche Güter, die man hat. Und er hat gesagt, man wird nicht als Brahmane geboren, als diese höchste Kaste, sondern man wird erst ein Brahmane, wenn man die Lehre befolgt. Das heißt also, man gehört erst zu der höchsten Kaste, wenn man die Lehre befolgt. Und er selbst hat, was zu seiner Zeit ganz ungewöhnlich war, jeden aufgenommen in die Mönchs- und Nonnenorden und auch als Laienjünger. Jeden Menschen, der gerne kommen wollte, und sogar diejenigen, die damals und auch noch heute zu der niedrigsten Kaste gehören. Nun glauben wir vielleicht, dass das Kastensystem von Indien uns nichts angeht. Es geht uns auch nichts an, aber wir haben selber eins. Wir haben genauso eine Hierarchie hier im Westen und ein Kastensystem, wo Doktoren und Rechtsanwälte was Besseres darstellen als der Straßenfeger zum Beispiel oder der, der den Müll abholt. Wir haben genauso ein Kastensystem und wir machen vielleicht nicht wissentlich Gebrauch, aber unbewusst immer. So, dass auch das für uns eine wichtige Lehre ist und auch zu beherzigen wäre, dass man nicht ein besserer Mensch wird, weil man einen besseren Job hat oder weil man mehr Geld hat oder weil man irgendetwas darstellt oder irgendetwas wiederholen kann, sondern nur, weil man das Herz und den Geist geläutert hat. Nur dann. Nur dann kommt es überhaupt dazu, irgendeine Änderung zu haben. Diese Änderung ist der Weg des spirituellen Lebens, die innere Änderung. Und wir haben hier jeden Mittwochabend jetzt seit 5 Jahren eine Lehrrede oder einen Teil einer Lehrrede des Buddhas gelesen. Die muss man, wie man hört, nicht alle kennen und sich nicht an alle erinnern. Aber befolgen, irgendetwas befolgen, damit leben. Und wenn man eines denkt, und das, wie wir gehört haben, die Vergänglichkeit als wichtiges oder wichtigstes Kontemplationsobjekt, wenn man damit lebt, kann man dann natürlich auch andere Lehren des Buddhas sich vornehmen und das immer weiter verfolgen und den Sinn und den Wortlaut. Wenn man zum Beispiel jetzt irgendwelche Bücher liest, die von der buddhistischen Lehre handeln, ob das jetzt die Worte des Buddhas selbst sind oder die Erläuterungen und Erklärungen, die wir in den modernen Büchern haben, hat überhaupt keinen Sinn, das zu lesen, wie wir sonst Bücher lesen. So wird es im Allgemeinen gemacht. Man nimmt das Buch sich vor, liest, sagt auch sehr interessant, ist fertig damit und stellt es aufs Bücherregal oder verschenkt sogar. Und redet sich jetzt ein, dass man Bescheid weiß. Das passiert immer wieder. Nutzt überhaupt nichts. Diese Art Bücher, die Lehren enthalten, können nur irgendeinen Zweck erfüllen, und wir haben genug von denen da unten im Büro zum Verkauf, die haben überhaupt nur einen Sinn, wenn man entweder eine halbe Seite oder einen Absatz liest, und den Sinn erforscht, der hinter den Worten ist, und dann befolgt. Erst dann soll man zur nächsten halben Seite oder zum nächsten Paragraphen übergehen. Es ist keine Eile, so ein Buch fertig zu kriegen. Es ist überhaupt keine Eile für irgendetwas. Und so ein Buch fertig zu lesen und nichts
davon zu befolgen, ist eine verlorene Zeit. Dann lohnt es sich überhaupt nicht, das Buch zu lesen. Es ist schade um die Zeit. Aber überhaupt nur mal zwei Seiten zu lesen und die zwei Seiten dann zu befolgen, das bringt etwas. Und das ist das, was der Buddha hier sagt. Das ist wirklich ganz eindeutig, was er erklärt. Er sagt, wenn man den Sinn und den Wortlaut kennt und die Lehre befolgt, so genügt das, um wissensreich und ein Kenner der Lehre zu sein. Denn was natürlich dabei auch noch kommt, ist, dass wenn man es wirklich befolgt, man eine Veränderung in sich selber spürt und an neuen Lehrreden des Buddhas sich interessieren wird und wieder versucht, den Sinn zu verstehen und zu befolgen. Aber immer wieder wird darauf hingewiesen, man muss es machen. Es hat überhaupt keinen Sinn, es zu hören oder zu lesen, wenn man es nicht macht. Wenn man es nicht macht, dann ist es genauso, als ob man die Speisekarte liest, aber nie dazu kommt, irgendetwas sich zu bestellen und zu essen. Und auf so eine dumme Idee kommt wohl keiner, immer nur die Speisekarte zu lesen. Aber mit diesen Büchern wird das immer wieder gemacht. Das ist eine Speisekarte, die wird immer wieder gelesen. Und nicht das Gleiche, immer wieder eine neue Speisekarte. Und da kommt dann überhaupt nichts bei raus, natürlich. Höchstens, dass man sagen kann, ist eine sehr gute Speisekarte. Vielleicht. Nachdem der Buddha ihm dies alles erklärt hat, sagt dieser Mensch, der da gefragt hat, vortrefflich, sagt das jener Mensch, durch des erhabenen Worte erfreut und befriedigt und stellt dem Erhaben eine weitere Frage. Wir können übrigens hier aus dieser Lehrrede auch entnehmen, dass der Buddha ganz kurz und bündig antwortet, was er nicht immer macht. Manchmal antwortet er mit ganz vielen Details, manchmal so kurz und bündig, manchmal sagt er nur ja oder nein. Was hier bei diesen kurz- und bündigen Antworten auch öfter passiert, was nicht uninteressant ist, dass dann derjenige, in diesem Fall nicht, aber in anderen Fällen, derjenige sich nicht ganz sicher ist, ob er das nun alles verstanden hat. Und dann zu einem der Jünger des Buddhas geht und sich nochmal erkundigt, ob er es richtig verstanden hat. Dann wird dieselbe Lehrrede nochmal aufgerollt und in lauter Einzelheiten erklärt. Und das ist hier nicht der Fall, die Einzelheiten tue ich dazu. Jetzt ist er zufrieden mit der Antwort und fragt eine neue, tiefsinnige Frage. Kundig und von durchdringender Weisheit, so sagt man. Inwiefern aber ist da einer kundig und von durchdringender Weisheit? Also erst soll er mal wissensreich und ein Kenner der Lehre sein und dann soll er von durchdringender Weisheit sein. Jetzt möchte er wissen, wie das zusammenkommt. Und wieder lobt ihn der Buddha und sagt, recht so, edel ist dein Tiefsinn, gut ist dein Scharfblick, trefflich deine Frage. Du fragst also, kundig und von durchdringender Weisheit, so sagt man, inwiefern aber ist man kundig und von durchdringender Weisheit? Ja, sagt dieser Mensch, so habe ich gefragt. Und der Buddhas Antwort, da vernimmt ein Mensch die Kunde, dies ist das Leiden, und weise durchdringend schaut er ihren Sinn. Er vernimmt die Kunde, dies ist die Entstehung des Leidens, und weise durchdringend schaut er ihren Sinn. Er vernimmt die Kunde, dies ist die Erlöschung des Leidens, und weise durchdringend schaut er ihren Sinn. Er vernimmt die Kunde, dies ist der zur Erlöschung des Leidens führende Pfad, und weise durchdringend schaut er ihren Sinn. So ist einer kundig und von durchdringender Weisheit. Was hier gesagt wird, sind die vier edlen Wahrheiten. Und die vier edlen Wahrheiten sind der Kern der Buddha-Lehre. Und es wird natürlich sehr oft falsch verstanden, als ob der Buddha das Leiden empfohlen hat. Was genau das Gegenteil ist, die Wahrheit. Er hat gesagt, Leiden ist und es gibt ein Entstehungsgrund dafür. Und es gibt als dritte edle Wahrheit eine Erlöschung des Leidens, ein vollkommenes Verschwinden jeden Leidens. Und es gibt einen Weg dorthin. Diese vier edlen Wahrheiten hat er
Als er unter dem berühmten Bodhibaum in dem heutigen Bodh Gaya saß und sich zur Erleuchtung durchgerungen hatte, hat er diese vier edlen Wahrheiten erkannt. Sie sind dann seine erste Lehrrede gewesen. Sie heißt, diese erste Lehrrede, die Dhamma Chakka Pavadana Sutta. Dhamma, die Lehre, Chakka, das Rad, des Pavadana, das Ankurbeln und Sutta, die Lehrrede. Das heißt also, das Ankurbeln, das Rad des Rades, des Dhammas, der Lehre. Er hat die Lehre damit angekurbelt, indem er diese vier edlen Wahrheiten als erste Lehrrede verbreitet hat. Das hat er natürlich immer wieder gesagt. Und dieses Dhammarad ist heute noch angekurbelt und für uns zugänglich. Was ein großes Glück ist. Denn es gibt wohl in keiner Erklärung von irgendwelchen spirituellen Wahrheiten so viel Deutlichkeit, so viel Rationalität und so viel Erklärung und Einzelheiten wie in den Lehren des Buddha. Das Ziel ist im Prinzip in allen wahren spirituellen Lehren das Gleiche. Aber der Weg, wie es zu machen, ist einzigartig beim Buddha. Er war ein Pragmatiker, ein Realist. Er hat sich nicht mit irgendwelchen esoterischen Schönheiten abgegeben, sondern er hat gesagt, was man zu machen hat. Er hat sozusagen Rezepte verteilt. Aber natürlich, wenn man sich dann die Medizin besorgt, nach dem Rezept, dann muss man es auch noch schlucken. Und die Medizinen, die am bittersten schmecken, haben im Allgemeinen die größte Wirkung. Es wird aber sehr häufig ganz anders gehandhabt, nämlich man hört das Rezept oder liest das Rezept und denkt, sehr gut, jetzt besorge ich mir auch die Medizin dazu. Das heißt also, ich lerne mehr darüber. Und dann nimmt man diese Medizin, das Dhamma, die Lehre, und bewundert sie. Man stelle sich vor, man ist krank, kriegt ein Rezept vom Arzt, geht zur Apotheke und holt sich die Medizin. Und dann stellt man sich das Fläschchen hin und bewundert es. Na, da wird man wohl wenig gesund werden davon. Muss man schon schlucken, die Sache. Und das ist das, woran es hapert. Denn wenn es daran nicht hapern würde, würden wir in einer anderen Welt heute leben. Diese Lehre ist seit 2500 Jahren im Umgang. Genauso, wie ich sie jetzt vorlese. Es hat sich nichts geändert. Also hätten wir das geschluckt oder wäre sie geschluckt worden, würde es etwas anders heute aussehen, als es aussieht. Aber wir haben jeder die Möglichkeit, diese Medizin wirklich zu schlucken. Und wenn sie manchmal nicht so gut schmeckt, dann müssen wir uns daran erinnern, dass, wenn sie bitter schmeckt, wie sicher ganz besondere Wirkung haben wird. Jeder Einzelne, der sich damit beschäftigt und das wirklich befolgt, ist von äußerster Hilfe für jeden anderen. Wir sind alle verbunden miteinander, alles sind Interaktionen und jeder von uns, der wirklich praktiziert, hilft jedem. Und jeder von uns, der negativ denkt oder negativ spricht, schadet jedem, nicht nur sich selber. Denn das ist die Negativität, die dann im Umlauf ist, genauso wie auch die Praxis und die Freude und das Positive im Umlauf ist. Und je mehr wir davon von uns geben, von jeder Seite, was immer es sei, desto mehr helfen wir oder schaden wir. Es darf nicht vergessen werden, es wird aber leider immer vergessen, dass wir eine Verantwortung haben, allen unseren Mitmenschen gegenüber, vor allen Dingen natürlich denen gegenüber, mit denen wir zusammen leben, dass wir da eine Verantwortung auf uns genommen haben, mit denen zusammenzuleben und daher unseren Geist und unser Herz immer wieder auf die geläuterte Ebene zu bringen, weil es für jeden ein Zugang ist. Aber es sind nicht nur diejenigen, mit denen wir zusammenleben. Es ist ein kosmisches Bewusstsein, das alles in sich aufnimmt. Und diese Verantwortung, die wir haben,
wird natürlich ständig vergessen. Wir glauben ja immer, dass wir ganz berechtigt sind, negativ zu denken. Wir glauben, dass wir berechtigt sind, ärgerlich zu sein oder depressiv zu sein oder was immer es sei, weil die Dinge nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. So werden sie nie sein. Sie werden nie so sein, wie wir sie gerne hätten. Damit können wir uns erstmal schon abfinden. Wenn wir, nämlich, wir können aber was ganz etwas anderes machen. Wir können versuchen, die Dinge so zu erkennen, wie sie wirklich sind, statt so, wie wir sie gerne hätten. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir nämlich nicht zu leiden. Und das ist das Interessante an diesen vier edlen Wahrheiten, die ständig wieder, immer wieder falsch verstanden und auch falsch interpretiert werden, was ja nicht unverständlich ist, weil das Wort Leiden ja keinem gefällt. Obwohl es jeder tut, jeder leidet, dann, wann, hin und wieder, aber keiner hat es gerne. Jeder ist dagegen. Hier wird etwas ganz anderes angeschnitten. Hier wird angeschnitten, dass erstens einmal das die Existenz Leiden mit in sich beinhaltet. Dass es ein natürliches Phänomen ist. Und das Wort Leiden ist sogar nicht einmal die beste Übersetzung für das Pali-Wort Dukkha, sondern es ist eigentlich das Unerfülltsein, das nicht totale Zufriedensein. All das, was uns stört, aber auch das innere Gefühl der nicht kompletten und totalen Friedens, das in einem herrschen könnte, was die meisten Menschen sogar unterschwellig oder sogar bewusst wissen, dass es so etwas geben müsste. Und die, die das ganz bewusst in sich erkennen, es müsste doch etwas geben, was mich total befriedigt und was vollkommenen Frieden in mir auslösen wird, diejenigen sind dann ganz schwer auf der Suche und sehr häufig natürlich die meisten auf der Suche auf der weltlichen Ebene. Sie haben noch kein eigenes Haus, also wird das eigene Haus dann dasjenige sein, was ihnen Glück bringt. Dass es dann nichts weiter wie Arbeit bringt, das merken sie erst später. Oder sie haben noch nicht die ganzen Reisen gemacht, die es gerne machen würden. Und dass das nichts weiter ist wie neue Aufregungen, das merken sie auch erst, wenn sie es gemacht haben. Und so geht man dann von einer Unbefriedigung zur nächsten, bis es einmal vielleicht dann klar wird, dass die Befriedigung in der Welt nicht zu finden ist. Das muss einem aber ganz klar werden, bevor man wirklich praktizieren kann. Denn sonst wird das Praktizieren so aussehen, mal mache ich es und mal mache ich es nicht. Wenn ich gerade extra mal ein bisschen Zeit habe, dann werde ich mich mal hinsetzen zum Meditieren. Aber wenn man weiß, dass die Welt einen nie diese Befriedigung, diesen Frieden bringen kann, dann kommt die Dringlichkeit, dann kommt die wirkliche Praktizierung. Das bedeutet nicht, dass man nun alle seine Verpflichtungen und alles, was man sonst tut, aufgeben muss, im Gegenteil. Man kann das alles dann viel leichter bewerkstelligen. Wenn man also gesehen hat, dass in der Welt, überall, wo man hinschaut, irgendetwas nicht stimmt und dass das einen selbst auch berührt, es unmöglich ist, immer zu kriegen, was man haben will. Es gibt es einfach nicht. Oder nie das zu kriegen, was man nicht haben will. Das sind die beiden Möglichkeiten. Dass das einfach nicht existiert. Dann kann man sich zu der zweiten edlen Wahrheit vorarbeiten und mal sehen, was der Buddha sagt. Er sagt, es gibt eine Entstehung des Leidens. Und wir sind auch uns darüber ganz einig, dass es eine Entstehung des Leidens gibt. Wenn die Leute, mit denen wir zu tun haben, nicht mitmachen. Oder wenn sie nicht so machen, wie wir es gern hätten. Oder wenn wir nicht bekommen, was wir gern hätten. Und so weiter. Doch natürlich ist das die Entstehung des Leidens. Oder wenn unser Körper nicht mitmacht. Das ist ja auch natürlich Entstehung des Leidens. Wir sind uns ganz klar darüber, dass sowas gibt. Aber das meint der Buddha natürlich überhaupt nicht. Denn wenn wir das als die Entstehung des Leidens ansehen, haben wir ja keinerlei Handhabe, dieses Leiden einmal loszuwerden. Können wir denn irgendwelche Rechte oder Machtansprüche ausüben über andere? Oder sogar Rechte oder Machtansprüche über diesen Körper? Auch das ist ja nicht möglich. Der macht ja auch, was er will.
wird krank, wenn man gern gesund wäre, stirbt, wenn man gern leben möchte und hat sein eigenes Leben und seine eigenen Konditionen. Und andere Menschen haben ihr eigenes Leben. Also wäre es wirklich die Entstehung des Leidens etwas, was von außen auf uns zukommt, dann könnten wir ja nie zum Ende, zum Erlöschen des Leidens kommen, zum Erlöschen der Unzufriedenheit, zum Erlöschen des Unbefriedigtseins. Das wäre ja unmöglich. Wir sind dann immer abhängig. Wir sind dann ständig nichts anderes wie ein Blatt im Wind, das vom Wind hin und her gezogen wird. So wie das Bewusstsein hier am Anfang erwähnt wird, als man wird hin und her gezerrt davon. Aber wenn wir uns einmal erkundigen, was hat denn der Buddha gemeint, dass dieses Leiden entsteht? Nicht, weil andere uns nicht passen, sondern was hat er wirklich gemeint? Die Entstehung des Leidens hat er gemeint, dass sie auf Begierde zurückzuführen ist. Und zwar auf das, was wir wollen und das, was wir nicht wollen. Und diese Begierden haben ein Fundament, auf dem sie sich aufbauen, auf dem die ganzen Begierden, die wir haben, aufgebaut sind. Und zwar sind es ihrer drei, von denen wir im Allgemeinen mit zweien die ganze Zeit zu tun haben. Die dritte ist sozusagen die Kehrseite der Medaille von einer davon. Womit wir die ganze Zeit zu tun haben, ist die Begierde nach Sinnesbefriedigung. Es soll gut schmecken, hübsch aussehen, gut riechen, sich angenehm anfühlen und vielleicht und anhören. Und außerdem können wir uns noch was Schönes ausdenken. Das ist die Sinnesbefriedigung, nach der wir streben. Und mit dieser Sinnesbefriedigung und diesem Streben nach Sinnesbefriedigung verbringt die Menschheit den größten Teil ihrer Zeit. Und wenn es ihnen nicht gelingt, die Sinne zu befriedigen, sind sie böse. Man hat, und das ist sehr allgemein üblich, die Fantasieidee, dass es einem so gebührt, dass die Sinne befriedigt werden. Wieso einem das so gebührt, hat noch nie einer herausgefunden. Aber das denkt man. Weil man eben da ist, gebührt es einem, dass einem die Sinne befriedigt werden. Dass der Körper mitmacht, was er sehr oft nicht tut, dass alles sich schön anhört, schön aussieht, schön schmeckt, gut riecht, sich angenehm anfühlt und vielleicht noch sich was Nettes ausdenken. Das ist die eine von den Begierden. Dann, sobald das natürlich nicht der Fall ist, haben wir dann irgendwelche Gründe und Rechtfertigung, wieso wir da ärgerlich werden, ablehnend werden. Manchmal schimpfen wir auf andere, also auch natürlich sehr beliebt, aber manchmal schimpfen wir auch auf uns selbst. Und nichts davon macht irgendeinen Sinn, überhaupt niemand ist zu beschimpfen. So ist es nun mal. Es funktioniert nicht immer, dass unsere Sinne befriedigt werden. Wenn wir 50% der Zeit Sinnesbefriedigung bekommen, können wir von Glück sagen. Im Gegenteil, wir können sagen, wir haben sehr gutes Karma. 50% der Zeit. Sollte es 60% der Zeit sein, haben wir ausgezeichnetes Karma. Aber die Menschheit hat das noch nicht im Griff. Und da sie es auch nie ganz, die ganze Menschheit in den Griff kriegen wird, wird es immer so aussehen, wie es aussieht bei uns. Die zweite Begierde, die das Fundament unseres Leidens verursacht, ist die Begierde, da zu sein. Dazu gehört, gelobt zu werden, berühmt zu sein, reich zu sein. Alles, was unsere Ego-Identität unterstützt. Und diese Ego-Identität, die dann, wenn uns jemand tadelt, verkleinert wird und wir dann uns nicht so großartig fühlen, das ist die Angst, die wir haben, dass wir nicht mehr da sind, dass wir verloren gehen,